Was sind die Politikimplikationen? Was machen wir denn nun daraus? Die Erhöhung des Rentenalters. Die Regierung hatte ja schon die Erhöhung des Rentenalters schrittweise in den nächsten 20 Jahren bis auf 67 vorgesehen. Und die neue Regierung, die wir jetzt haben, hat das Rentenalter, Herr Kammer hatte schon erwähnt, auf 63 gesenkt. Ist das die richtige Politik? Sicherlich nicht. Das ist wirklichkeitsfremd und extrem kurzsichtig angesichts der demografischen Verwerfung, die ich Ihnen ja gezeigt habe. Verantwortungslos, würde ich dazu sagen. Rechenexempel, um wie viel müsste das Rentenalter erhöht werden, um den Beitragssatz und das Rentenniveau konstant zu halten in der Zeit? Das kann man ausrechnen. Die Vereinten Nationen haben das getan, nicht ich, und kommen zu dem Schluss, man muss bis auf 77 Jahre hochgehen. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal zitiert und Sie glauben gar nicht, was da los war. Sinn bringt Rente mit 77 ins Spiel, hieß es. Und dann hat ein Online-Dienst vom anderen abgeschrieben und ich wurde dann nachher zu jemandem, der also das gefordert hat. Davon kann natürlich nicht die Rede sein. Das ist nur eine Wenn-Dann-Aussage der UNO, die eine solche Rechnung für alle Länder gemacht hat, auch für Deutschland. Diese Aussage ist nicht als normative Aussage zu verstehen, dass man dahin soll, sondern sie ist als Prognose zu verstehen. So müsste es sein, wenn man den Beitragssatz konstant halten wollte und das Rentenniveau, aber man, natürlich kann man es nicht, diese Forderung ist ja absurd. Ja, also lieber Herr Journalist vom Online-Dienst, Sinn hat die Rente mit 77 ins Spiel gebracht. Was heißt das schon? Die Empfehlung aber, die ich wirklich mache, ist eine andere. Wir sollten vielleicht die Sache insgesamt flexibler handhaben und den Renteneintritt den Menschen selber überlassen. Es unterscheidet sich ja sehr, wie gesund man ist im Alter von 65 Jahren. Die einen müssen früher in die Rente, die anderen wollen später. Und es geht auch nicht um wirklichen Verlust der Erwerbsfähigkeit, sondern es geht um weichere Faktoren. Warum überlassen wir das nicht den Menschen selber und machen Abschläge und Zuschläge, die für den Staat dann in etwa auf Ähnliches hinauskommen? Also ich bin dafür, so weit zu gehen, das gesetzliche Rentenalter abzuschaffen. Es gibt diese feste Grenze in dem Sinne, dass man den Arbeitsplatz verlassen muss, nicht mehr. Es gibt sie nur noch in dem Sinne, dass es eine rechnerische Bezugsgröße ist für die Berechnung der Renten. Und damit stünden wir wirklich nicht allein, denn es machen andere Länder auch so. Ich sage damit nicht, dass man länger arbeiten muss, aber man darf es, wenn man will. Was kann das für ein Nachteil sein, wenn man es darf? Keiner muss, aber wer will, darf. Das ist doch eigentlich eine Pareto-Verbesserung, wie wir Ökonomen sagen, gegen die man nicht sein kann. Im Übrigen würde ich den Arbeitgeberbeitrag bei längerer Arbeit abschaffen, was wir ja heute noch haben, um also nicht hier künstlich eine Aversion der Arbeitgeber gegen eine solche Lösung zu schaffen. Das sind Länder, die das schon so machen. Schweden, die USA, Norwegen, Kanada oder auch England. Und ich wette mit Ihnen, dass auch wir das gesetzliche Rentenalter abschaffen werden, wenn dieser Berg, der Altersboomer, jetzt in die Rente will. Es bleibt uns überhaupt gar nichts anderes übrig. Einwanderung. Wir reden sehr viel über Zuwanderung dieser Tage. Wie viele Zuwanderer würden wir denn rechnerisch brauchen, um die Rentenkrise zu meistern? Also nach der gleichen Methode wie vorhin, also nur im Sinne einer Wenn-Dann-Aussage, bitte nicht verstanden, im Sinne einer normativen Aussage. Gesetzt den Fall, ich will bis 35 das
den alten Quotienten auf dem heutigen Niveau halten, also die Zahl der Alten relativ zu den Jungen. Mit anderen Worten, ich will ein System, bei dem der Beitragssatz und das relative Rentenniveau auf dem heutigen Niveau konstant gehalten werden können. Ja, dann würde ich genau 32 Millionen Zuwanderer brauchen, und zwar junge Zuwanderer, die in dieser Periode nicht altern. Das ist schon eine Menge. Ich vermute, dass die Assimilationskraft unserer Gesellschaft nicht ausreicht, um das zu akzeptieren. Aber es ist einmal ein Rechenexempel. Im Übrigen ist das ja eine optimistische Annahme, denn ich habe unterstellt, dass die Migranten selber nicht altern oder auch sonst erwerbsunfähig werden, sondern die ganze Zeit fleißig durcharbeiten. Das ist ja nicht realistisch, sondern die Migranten haben ja selber ihre Alterspyramide. Nur in dem Maße, wie diese Pyramide im Schnitt jünger ist, haben wir ja was davon. Wenn die Zuwandernden die gleiche Alterspyramide haben wie wir, ja, dann kann ich unendlich viele Leute zuwandern lassen und ich habe keine Lösung des Rentenproblems. Das ist trivial, aber man muss es mal aussprechen. Es sind also in Wahrheit noch sehr viel mehr, die man dann zuwandern lassen müsste, wenn man berücksichtigt, dass ein Teil der Zuwanderer auch altert. Bei der Zuwanderung ergeben sich neue eigene Problemkreise, die eigentlich einen eigenen Vortrag verlangen würden. Aber zwei Aspekte möchte ich nur kurz erwähnen. Das eine ist die Einwanderung in den Sozialstaat. Wir wollen natürlich eine Einwanderung in Arbeitsverhältnisse und nicht in den Sozialstaat. Und wir wollen möglichst qualifizierte Zuwanderer haben, die auch ordentlich Steuern zahlen und nicht solche, die netto den Staat was kosten. Da sind ja jetzt vor 14 Tagen diese Zahlen von der Bertelsmann Stiftung von Holger Bonin berechnet, kolportiert worden, und ich wundere mich nur, wie die Kommunikationsabteilungen einen Sachverhalt sozusagen in sein Gegenteil verdrehen können. Da ist gesagt worden, per Saldo würden die Zuwanderer eine Entlastung für den Staat bringen. Ja, das ist nicht der Fall. Das hat Herr Bonin auch gar nicht ausgerechnet. Denn er hat ja nur gerechnet, was die an Steuern bringen und an Sozialtransfers kosten. Aber was sie kosten durch die frei verfügbaren öffentlichen Güter, Polizei, Straßen, Infrastruktur und so weiter, die alle aufrechterhalten werden müssen, das ist gar nicht mitgerechnet. Er sagt selber, wenn man das mitrechnet, dreht sich das Vorzeichen seiner Rechnung um. Und er hat berechnet, dass über das ganze Leben hinweg bei einem Zuwanderer, bei den heutigen Qualifikationsstrukturen, insgesamt Lasten auf den deutschen Staat netto von 79.000 Euro zukommen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Kommunikationsabteilungen aus dieser Studie gemacht haben. Steht aber in der Studie, man muss es einfach nur mal lesen. Also wenn wir Zuwanderung brauchen, dann sicherlich nicht solche Zuwanderer, die so viel Geld kosten, sondern ganz im Gegenteil qualifiziertere Zuwanderer, die ordentlich Steuern zahlen. So viel Steuern zahlen, wie sie an öffentlichen Gütern zurückkriegen. Und dann ergibt sich das zweite große Problem, ist der Arbeitsmarkt überhaupt flexibel genug für die Zuwanderung? Denn eins ist ja klar, wir haben verschiedene Qualifikationsstufen. In jenen Qualifikationssegmenten, in denen die Zuwanderer zuwandern, brauchen wir ja Lohnsenkungen, damit es zu neuen Stellen kommt für die Leute. Wenn es keine Lohnsenkungen gibt, gibt es keine neuen Stellen, dann haben wir einen festen Arbeitskuchen. Das ist für einen Ökonomen eine Trivialität, aber es wird in der Öffentlichkeit nicht ausgesprochen. Wenn ich jetzt aber einen Mindestlohn einführe, dann habe ich zumindest in diesen unteren Qualifikationsstufen ein Problem. Der Mindestlohn wird eingeführt, damit die Löhne dieser Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt der einfachen Arbeiter nicht fallen. Aber genau das verhindert, dass neue Jobs entstehen. Also kann es nur eine Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit sein. Irgendwie ist das vollkommen falsch konstruiert und jedenfalls nicht durchdacht. Das sind zwei wichtige, zentrale Probleme für die Zuwanderung, die vielleicht ich zur Seite schiebe jetzt für einen anderen Vortrag mal in der Zukunft. Ich möchte aber so viel sagen als Empfehlung,
würde ich geben, doch die Zuwanderer stärker auszusuchen und ein Punktesystem für die Einwanderung zu haben. Das kann sich natürlich nicht auf die Einwanderer aus EU-Ländern beziehen, denn die haben ja Freizügigkeit. Über diese Natur der Freizügigkeit wird ja zurzeit sehr viel diskutiert. Es bezieht sich zunächst einmal auf die Nicht-EU-Länder. Und wenn wir das täten, stünden wir nicht allein, denn es gibt hier eine ganze Reihe von Ländern, die ebenfalls ein solches Punktesystem haben, wie Australien oder Kanada oder Japan oder auch unser Nachbarland Österreich, wo ja es verschiedene rot-weiß-rote Karten gibt, Pluskarte und so weiter, die nach einem Punktesystem zugeteilt werden. Meine dritte Empfehlung ist, Frankreich zu imitieren, denn die Franzosen haben eine höhere Geburtenrate. Sie haben ihre Anreizsysteme mit jedem Krieg, den sie gegen Deutschland führten, weiter ausgebaut. Schon nach 1871 haben sie die ersten familienpolitischen Maßnahmen ergriffen, nach 1918, nach 1945. Und sie haben mittlerweile ein starkes Anreizsystem, das auch besser qualifizierte Mittelschichten veranlasst, doch sehr viele Kinder zu kriegen. Was tun sie? Erstmal haben sie den Quotient familial, das ist ein Kindersplitting. So wie man bei uns mit dem Ehepartner sein Einkommen zusammenwirft und durch zwei teilt und dann mit diesem reduzierten Einkommen in die Progressionstabelle geht, dann gewisse Vorteile hat, wenn die Einkommen unterschiedlich sind, so ist das in Frankreich bei den Kindern auch. Die ersten zwei Kinder zählen wie ein Ehepartner. Wenn also ein Ehepartner zwei Kinder hat, darf es sein Einkommen durch drei teilen und geht dann mit diesem gedrittelten Einkommen in die Progressionstabelle rein. Das dritte Kind zählt wie eins, wie ein Ehepartner. Dann darf man durch vier teilen und so weiter. Und das ist ein wirklich starker Anreiz für Familien, eben Kinder zu kriegen. Dann haben die Franzosen die Ganztagsschule, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frauen deutlich erleichtert. Bei uns gibt es die Halbtagsschulen und diese Halbtagsschulen sind international vollkommen unüblich. Die gibt es eigentlich nur in Deutschland. Dann haben die Franzosen die École maternelle, das heißt eine Vorschule, wo man im Alter von 3 Jahren reinkommt, bis man in die eigentliche Schule kommt. Da lernen die Kinder bereits lesen und schreiben. Wenn sie bei uns in die Schule kommen, mit 6, können die französischen Kinder schon lesen und schreiben. 99% der französischen Kinder gehen in die École maternelle. Und dann haben sie die Crèche, Krippen, die ja jetzt auch in Deutschland eine zunehmende Bedeutung haben. Und sie haben noch die Kinder in der Rentenformel, etwas, was das Verfassungsgericht ja auch bei uns eingefordert hat, wie ich vorhin schon sagte. Die Summe dieser Anreizwirkungen haben ihnen doch eine Fertilitätsrate in der Gegend von 2 verschafft. Der Krippenausbau war, wie Helmut Reiner vom IFO-Institut mit seinen Leuten festgestellt hat, auch in Deutschland sehr wirksam. Die Regierung Schröder hatte ja mit dem Programm angefangen im Jahre 2005. Es sind also heute überall doch hinreichend Krippen verfügbar. Und was er empirisch zeigen kann, indem er Regionen mit mehr oder weniger Krippen vergleicht, und die Regionen mit mehr Krippen sind insbesondere die, die traditionell niedrige Geburtenraten hatten, dass 100 neue Krippenplätze, die geschaffen wurden, im Schnitt 9 Neugeborene mehr pro Jahr hervorbrachten. Also solche Maßnahmen sind auch in Deutschland wirksam. Nur reicht das hinten und vorne nicht aus, das sind ja noch sehr wenig. Und trotz dieser Maßnahmen liegen wir am Ende der Geburtenstatistik. Aber leider ist es so, diese Maßnahmen kommen natürlich für die Behebung der aktuellen Krise zu spät. Denn selbst wenn jetzt ganz viele Kinder geboren werden, in 15 Jahren sind die ja selber noch Kinder und können also nicht produktiv tätig werden, um die Babyboomer zu finanzieren. Deswegen gibt es hier eigentlich nur eine Möglichkeit, man muss sparen. Man braucht Realkapital zum Schließen der Humankapitallücke. Dadurch, dass wir wenig Kinder ausbilden, die dann am Arbeitsmarkt sind,
müssen wir die Lücke, die bei der Versorgung der Alten entsteht, durch Sparen ersetzen. Sparen individuell heißt, man trägt das Geld zur Bank, die Bank finanziert eine Firma, daraus wird eine Maschine, daraus und eine Fabrik und daraus wird eben später mehr Sozialprodukt. Das ist die Möglichkeit, die hier noch verbleibt. Das ist im Übrigen die Logik, die der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Wirtschaft in seinem Gutachten verbreitet hatte. Das kapitalgedeckte System ist nicht grundsätzlich besser als ein Umlagesystem, aber wenn es nun mal so ist, dass die Deutschen nicht mehr genug Kinder haben, um sich im Alter davon ernähren zu lassen, dann sollten sie wenigstens sparen, denn sie haben das Geld dafür. Das Geld, die Ressourcen, die Zeit, die Kraft, die frühere Generationen für die Ernährung ihrer Kinder ausgegeben haben, das ist ja heute da, ist ja übrig. Und dieses Geld kann man am Kapitalmarkt anlegen, ohne dass es damit zu einer übermäßigen Belastung im Generationenvergleich kommt. In der Tat wurde ja dann die Riester-Rente eingeführt, nach den Vorschlägen des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium. Und wir haben außerdem eine starke Komponente der betrieblichen Altersrenten, sodass also ein gewisser kapitalgedeckter Teil unserer Rentenversorgung in Deutschland inzwischen verfügbar ist. Die Theorie darf ich Ihnen noch mal so darlegen. Da ist also so eine Musterfamilie, die Müllers. Die Müllers haben nicht mehr zwei Kinder, wie das früher üblich war, sondern nur noch ein Kind, Melanie. Und die Melanie reicht eben nicht aus, um die Eltern im Alter zu ernähren. Das schafft sie nicht. Deswegen müssen die Müllers die Kraft, die sie sonst in früheren Generationen in die Erziehung des zweiten Kindes gesteckt hätten, jetzt verwenden, um am Arbeitsmarkt tätig zu werden, Geld zu verdienen und das Geld am Kapitalmarkt anzulegen, damit aus diesem Geld dann eine Fabrik mit entsprechenden Erträgen finanziert werden kann, aus denen sie später ihre Rente finanzieren. Das ist die Theorie. Das ist also eine Lückenfüllungstheorie, eine Krisentheorie, keine Theorie, die langfristig das bessere Rentensystem macht, aber die unmittelbar drohende Krise irgendwie bewältigen helfen will. Frau Merkel hat beim Festakt zu der Feier zu 125 Jahren gesetzlicher Rentenversicherung jetzt im Dezember das auch ähnlich ausgedrückt. Daher bin ich überzeugt, sagt sie, dass sich künftig nur durch eine Mischung gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge eine angemessene Absicherung im Alter aufbauen lässt. Mit anderen Worten sagt sie, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht. Das ist das erste Bekenntnis eines deutschen Regierungschefs, dass die Rente eben doch nicht so sicher ist, wie man bislang dachte. Das Problem ist aber doch nicht so trivial. Haben wir wirklich die Sicherung durch diese zweite Säule, die wir erhoffen? Wo legen unsere Banken das Geld eigentlich an? Frau Merkel meint dazu, während sich das Umlageverfahren relativ unbeeindruckt von Turbulenzen auf den Finanzmärkten zeigt, vermag das Kapitaldeckungsverfahren demografische Risiken aufzufangen. Schauen wir uns das mal an. Das sind die Wertpapierbestände der deutschen Banken. Sie sehen, bei den inländischen Wertpapieren, die sie besitzen, ist schon mal mehr als die Hälfte inländische Staatspapiere. Und bei den ausländischen Wertpapieren, die sie besitzen, ist hier dieser große Brocken, vermutlich im Wesentlichen ausländische Staatspapiere. Das heißt, die Hälfte, mal grob gesprochen, von den Anlagen gehen in Staatspapiere. Ja, und was habe ich dann? Da habe ich wieder ein Umlageverfahren. Denn es sind ja wieder die jungen Leute als Steuerzahler, die dann die Rückzahlung dieser Papiere garantieren müssen. Das ist ja ein Umlageverfahren in anderem Gewande. Das ist überhaupt kein Unterschied. Und von einer Diversifikation, die jetzt Sicherheit schaffen würde, im Sinne des Wissenschaftlichen Beirates, kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Wir haben ein privates Umlageverfahren neben das öffentliche Umlageverfahren gestellt. Das hilft den Banken und Versicherungen, Geld zu verdienen, aber viel mehr vielleicht nicht.
ein verstecktes Umlageverfahren. Und dieses Thema ist einfach noch nicht problematisiert worden in Deutschland. Wir müssen es aber mal ganz intensiv diskutieren. Wie groß die Risiken sind, sehen Sie daran, dass die Zinsen jetzt nicht mehr fließen, dass die Lebensversicherer gar nicht mehr in der Lage sind, die Garantieverzinsung noch zu bringen. Die Zinsen sind ja am kurzen Ende auf Null gedrückt worden, 0,05%. Nichts ist der Zins, den die Zentralbank heute nimmt für die Kredite, die sie selber ausgibt. Und sie vergibt die Kredite bis zu 3 Jahren. Ja, wie kann dann ein Marktzins noch bestehen mit positiven Zinsen? Ist ja fast null auch. Nun, wenn man Schuldner ist, profitiert man von den niedrigen Zinsen. Es gibt den deutschen Staat, der profitiert, es gibt die Häuslebauer, die profitieren und so weiter. Aber wenn man Sparer ist und auf die Altersvorsorge abzielt, dann verliert man ja durch die niedrigen Zinsen. Ja, was sind denn die Deutschen in ihrer Summe? Sind sie Kreditnehmer oder sind sie Sparer? Eindeutig Sparer. Wir schieben jedes Jahr für über 200 Milliarden Euro Nettoersparnisse ins Ausland. Netto. Und die Summe der im Ausland akkumulierten Ersparnisse netto liegt bei 1.600 Milliarden Euro und ist damit der zweithöchste Wert nach China auf der ganzen Welt. Also die Deutschen sind das Volk der Nettosparer. Kein anderer hat so viel Geld im Ausland investiert wie wir, außer China. Und insofern ist das klar, dass diese Niedrigzinspolitik natürlich den Deutschen schadet, und zwar massiv. Ich habe mal ausgerechnet, das kann man leicht machen, mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die die Nettokapitaleinkünfte, die über die Ländergrenzen fließen, ja ausweist. Wie hoch wäre eigentlich das Zinseinkommen und Kapitaleinkommen im breiteren Sinne, was die Deutschen bis zum heutigen Tage in der Krise verdient hätten? Hätten wir noch die Zinsen vom Ende des Jahres 2007? Und was haben wir wirklich verdient? Nun, dazwischen liegen bis zum heutigen Tage genau 300 Milliarden Euro. Das sind pro Jahr derzeit ein Verlust von 70 Milliarden Euro. Ich sage nicht wegen der Niedrigzinspolitik. Die niedrigen Zinsen haben wir vielleicht auch wegen der Krise an sich oder weil es also eine Erschöpfung der Investitionsmöglichkeiten gibt. Darüber kann man lange resonieren. Aber jedenfalls ist das der Verlust durch die niedrigen Zinsen. So äußert sich das. Jemand, der über Jahrzehnte sparte früher zu alten Zinsen, der konnte davon ausgehen, dass 2/3 seiner Rente finanziert wurden durch die Zinsen und nur 1/3 die eigentliche Ersparnis war. Wenn diese Zinsen wegfallen, ja, dann ist es ein massiver Verlust. Man könnte jetzt die Meinung vertreten, naja, also auch wenn das in ausländische Staatspapiere investiert wird, ist es vielleicht doch eine Art Risk-Sharing, also eine Risikodiversifikation zwischen den Ländern, weil wir das in Länder geben, wo die Bevölkerung jünger ist und wenn unsere alt sind, dann können die dortigen Jungen dann vielleicht dann doch die Schulden zurückzahlen. Das ist die europäische Alterspyramide. Die EU insgesamt, das ist auch so ein bauchiges Gebilde und das ist die deutsche Alterspyramide, proportional richtig berechnet. Und was Sie hier sehen ist, in beiden Fällen haben wir Babyboomer genau im Alter von 50 Jahren. Das unterscheidet sich insofern überhaupt nicht. Das heißt, diese Risikodiversifikation mit den jungen Griechen, die man da sich vorstellen könnte, die gibt es nicht. Und das heißt, für unser Rentensystem wirklich nichts Gutes, weil zum einen das Umlagesystem in Schwierigkeiten kommt. Die Babyboomer wollen in 15 Jahren Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das wird schon für sich genommen schwierig. Und dann gehen sie zu ihren Banken und Kapitalsammelstellen, denen sie ihr Geld gegeben haben. Und die gehen dann nach Griechenland und Co. und sagen, ja, wir können jetzt leider nicht mehr Anschlusskredite geben, um die alten Kredite damit zu bedienen, sondern jetzt müssen wir tatsächlich das Geld zurückhaben. Was wird denn dann passieren? Was wird dann passieren? Also die Krise des Bankensystems ist ja auch schon angelegt in diesen Zahlen. Und dass wir hier ein Problem haben,
Das haben sich die Politiker selber zum Teil zuzuschreiben, denn sie haben das Anreizsystem für die Banken und Versicherungen so gestrickt, dass die geradezu ein Interesse daran hatten, in Staatspapiere zu gehen. Nämlich die Regulierungssysteme sind so, dass man ja bestimmtes Eigenkapital relativ zu den risikogewichteten Aktiva vorweisen muss und die Risikogewichte für Staatspapiere waren, raten Sie mal, null. Das heißt, die Banken und Versicherungen durften ihre Bilanzen vollpumpen mit Staatspapieren und brauchten gar kein Eigenkapital, teures Eigenkapital dagegen zu halten. Das haben sie dann auch fleißig gemacht. Die Staaten haben das gemacht, damit sie sich selber billig verschulden konnten. Und die Bürger glaubten, indem also ihre Ersparnisse da reinflossen, seien das jetzt Beiträge zur Altersvorsorge. Und das ist eben möglicherweise gefährdet. Auch dieses Thema ist nicht hinreichend diskutiert in der Öffentlichkeit. Ich befürchte, dass viele andere EU-Länder, denen wir das Geld gegeben haben, über unsere Banken und Versicherungen eben nicht in der Lage sein werden, zurückzuzahlen, genau dann, wenn wir es brauchen, weil sie nämlich dann genau dasselbe Altersproblem haben wie wir. Meine Empfehlung: Anlagevorschriften sofort und radikal ändern, Aktien und Realkapital einfordern statt Staatspapiere. Die Vorstellung, Staatspapiere seien besonders sicher, hat sich ja nun in dieser Krise als absurd erwiesen. Mit Griechenlands Konkurs vom Frühjahr des Jahres 2012 hatten wir den größten Staatskonkurs in der Geschichte. Es hat seit dem Krieg 180 Staatskonkurse in der Welt gegeben. Die Vorstellung also, dass nun gerade Staaten als souveräne Schuldner, die keinen Richter über sich haben, besonders sichere Schuldner seien, die also dem europäischen Regulierungssystem unterliegt, ist falsch und absurd. Wenn man Aktien kauft oder sein Häuschen erwirbt, dann hat man wenigstens was und man weiß, was man hat. Man weiß nicht genau, was das wert ist, aber man hat es. Mit Aktien werde ich Eigentümer an einer Unternehmung, ganz egal, wie die Aktienkurse sich verändern. Die Unternehmung gehört mir. Das nächste Problem, das ich bei diesem Weg in die Kapitaldeckung sehe, so wie wir ihn beschritten haben, ist die Überlastung der Familien. Gehen wir nochmal auf unser Modell zurück. Ich hatte gesagt, die typische deutsche Familie hat eben nur noch ein Kind statt zwei. Aber in Wahrheit ist die Gesellschaft ja differenziert. Die Müllers haben in Wahrheit schon noch zwei Kinder, aber es gibt eben Emma und Klaus, die also in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben und keine Kinder haben. Müllers haben die Kinder, die anderen haben keine Kinder. Das ist eigentlich das Modell. Alle haben sie ja Eltern und weil sie Eltern haben, sind sie gezwungen, Beiträge in die Rentenversicherung zu zahlen, mit denen die Eltern ernährt werden. Aber es soll jetzt zusätzlich auch noch Realkapital gebildet werden, weil es an Kindern fehlt, so die Idee der Riester-Rente. Und das verlangt man von allen. Ist das nicht möglicherweise eine Last zu viel für die Eltern? Im Generationenzusammenhang ist es klar, man muss zweimal zahlen. Jede Generation muss nach oben und unten zahlen. Die Eltern müssen ernährt werden, die nicht mehr arbeiten können, und die Kinder müssen ernährt werden, die noch nicht arbeiten können. Diese doppelte Last ist das Normale. Aber wenn ich jetzt also Familien mit Kindern zwinge, zu Riestern und sonstige Sparbemühungen zu machen, dann müssen sie ja eine dreifache Last tragen. Sie finanzieren ihre Eltern mit den Rentenbeiträgen, sie finanzieren ihre Kinder und damit eigentlich schon ihre eigenen Rentenbeiträge. Und jetzt sollen sie nochmal durch die Kapitalbildung ihre Renten sichern. Kann man das nicht etwas anders konstruieren? Und ich habe einen Vorschlag, wie man das machen kann. Ich schlage vor, dass man eine Zusatzversorgung einführt zur bestehenden gesetzlichen Rentenversicherung, die überhaupt nicht angetastet wird. Also hier verliert kein Mensch seine Anwartschaft und es verliert auch keiner seine Pensionsansprüche. Das bleibt alles so, wie es ist. Aber diese alten Systeme, wenn wir Frau Merkel glauben dürfen, reichen ja nicht aus, um auskömmliche Renten zu verschaffen. Also müssen wir uns Gedanken machen darüber, wie wir sie aufstocken können. Und bei dieser Aufstockung, bei dieser Zusatzversorgung, schlage ich eine Kombination aus einer umlagefinanzierten Kinderrente und einer kapitalgedeckten Rente
vor, die aber auf Kinderlose beschränkt ist. Konkret stelle ich mir vor, dass ein junger Mensch, der ins Arbeitsleben eintritt, so zu einer Art Riestern gezwungen ist, vielleicht ein besseres Riestern als in der Vergangenheit, also sparen muss. Wenn dann er 30 Jahre ist und das erste Kind wird geboren, dann wird ein Drittel der bis dahin akkumulierten Ersparnisse frei, weil die junge Familie ja auch Geld braucht. Und ein Drittel der Pflichtersparnis wird auch frei. Beim zweiten Kind das zweite Drittel, beim dritten Kind ist das dritte Drittel, man ist raus. Dann muss man also nicht mehr sparen, sondern man hat dann seine Kinder. Diejenigen, die keine Kinder haben, die sparen weiter und haben dann später eine kapitalgedeckte Zusatzrente zu ihrer gesetzlichen Umlagerente, die ja unangetastet bleibt. Aber was machen wir mit den Eltern, die dann eben diese Ersparnis später nicht zur Verfügung haben, weil sie ihre Kinder ernähren mussten? Naja, die kriegen dann eine ausgleichende Kinderrente, die bezahlt wird von wem? Von ihren eigenen Kindern. Nicht individuell zugerechnet, sondern die Gruppe der Eltern wird von der Gruppe der dann arbeitenden Kinder finanziert. Das ist die Idee. Und ich betone nochmal, weil natürlich die Skandalierer in der Presse das immer gerne so drehen, dass da Protest hervorgerufen wird. Hier wird niemandem irgendwas weggenommen. Die ganzen alten Systeme werden überhaupt nicht berührt. Aber die Zusatzrente wird eben nicht nach dem alten Muster konstruiert, dass alle die neue Umlagerente, die Kinderrente kriegen und alle dann auch noch riestern müssten. Sondern da wird differenziert zwischen den Familien und den Nichtfamilien. Ich darf schließen mit diesem Bild. Da ist also unser Ehepaar. Im Schlafzimmer ist Herr Bismarck unterwegs und er droht, wenn ihr Kinder kriegt, nehme ich euch die Früchte der Kindererziehung zum Teil weg über das Rentensystem. Und dann ist die Familienministerin da, Frau Schwesig, die sagt, nein, ich weiß, das ist negativ, ich kompensiere das durch Familienlastenausgleich und ich prämiere, also beteilige mich an den Ausgaben für eure Kinder. Das heißt, der Staat interveniert zweimal. Er interveniert durch die Sozialisierung der Früchte der Kindererziehung, der Investition in das Humankapital und er sozialisiert auch die Ausgaben. Und natürlich kann man dann durch die doppelte Sozialisierung den Effekt wieder neutralisieren. Aber wäre es in einer freien, selbstverantwortlichen Gesellschaft nicht besser, beide aus dem Schlafzimmer zu vertreiben? Ich glaube, das wäre der bessere Weg und deswegen meine Kinderrente kombiniert mit der Kapitaldeckung für die Kinderlosen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.